Aufwärmen der Eisbären Regensburg vor dem Spiel in Ravensburg. Man ist gut angekommen, gut 2 Stunden vor Spielbeginn war man hier. In der Best-of-Seven-Serie liegt man gegen Ravensburg mit 1:2 zurück. Heute will man auf 2:2 stellen. Wer ist nicht dabei? Corbinian Schütz, Lukas Vlade und Marvin Schmid nicht im Kader. Dafür Thomas Schwamberger, André Bühler und Patrick Demetz. Die Mannschaft ist optimistisch, dass heute was geht in Ravensburg. Das erste Spiel hier in Ravensburg in der Playoff-Runde hatte man ja klar mit 5:1 gewonnen. Es laufen die letzten 38 Sekunden in Ravensburg und Regensburg liegt mit 0:4 zurück. Welch ein Spiel. Ich blicke nur auf die Strafzeitenflut. 43 gegen Regensburg, 8 gegen Ravensburg. Es ist ein Spiel, wo man auf Regensburger Seite noch lange über die Schiedsrichterleistung diskutieren wird. Letztendlich war ausschlaggebend, dass die Regensburger trotz bester Chancen Hausherrnkeeper Ilya Scharipow nicht überwinden konnten. Die letzten 10 Sekunden laufen. Ein Doppelschlag zu Beginn des zweiten Drittels brachte die Regensburger auf die Verliererstraße. Ein schnelles 1-0, ein schnelles 2-0 jetzt geraten. Beide Teams noch einmal aneinander. Am Ende dann Empty Net Goal 3:0 für Ravensburg und bei 5 gegen 3 sogar das 4:0. 5 plus Spieldauer am Ende der Partie für Jakob Weber. Er wird am Freitag fehlen. Wie ist jetzt der Stand in dieser Best-of-Seven-Serie? 3:1 für Ravensburg gegen Regensburg. Die Ravensburger jubeln jetzt. Die Regensburger werden vom eigenen Anhang mit Beifall in die Kabine verabschiedet. Ihrerseits Beifall an die mitgereisten Regensburger Fans. Die Eisbären müssen am Freitag das Heimspiel gewinnen gegen Ravensburg. Dann bleibt man noch im Geschäft, dann gibt es in Ravensburg eine weitere Partie. Max Kaltenhauser ist bei mir. Max, 0:4 verloren. Die Höhe spielt natürlich keine Rolle. Was sagst du zu dieser Partie? 43:8 Strafminuten gegen Regensburg. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Es ist... Ja, ich muss alles auch ausklammern, weil wenn das dann wieder die Verkehrten singen, dann wird wieder gejammert wegen was weiß ich, man darf da nichts sagen. Ja, nichtsdestotrotz, die eine oder andere Strafe haben wir uns sicher selber zuzuschreiben, aber sicher nicht alle 43 oder alle 43 Minuten. Ja, wir haben aber, so blöd es klingt, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben die besten Chancen rausgespielt in der ganzen Serie. Scharipow halt überragend. Und ja, wir haben mit der hohen Intensität gespielt. Wir können uns eigentlich nichts vorwerfen. Also wir waren wirklich gut. Und auch im zweiten Drittel mit dem Doppelschlag, da haben wir eigentlich die Chance auf den Führungstreffer. Im Gegenzug fällt das Tor. Das sind unglückliche Momente, aber wir haben jetzt 60 Minuten durchkämpft und alles reingehauen. Die Serie ist noch nicht vorbei. Wir brennen, weil das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Dankeschön, Max Kaltenhauser. Toi, toi, toi am Freitag. Danke.